Okay, wir sollten mal die Klinge auswechseln. So. Da hinten ist noch einer. Ja, wir kümmern uns gleich um den Abnormalen. Keine Angst. Wir müssen aber trotzdem ein bisschen S-Rang schaffen. Also wir müssen den S-Rang schaffen. Oder sollten... Also ich möchte den S-Rang schaffen. Und deswegen müssen wir halt noch ein paar Titanen umnieten. Bevor wir halt... So, Hanji Jasha macht es schon. Okay, da hinten sind noch zwei. Er kriegt erstmal fest die Kanone im Gesicht. So, auch weg. Können wir das gleich noch aufbauen hier. So, okay. Dann den nach hinten und dann kümmern wir uns um den Abnormalen. Du saß da hinten so in der Ecke, einsam und einzeln. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Wahrscheinlich eine kleine Nummer für sich. So. Okay, der ist nur noch mal härter. Das war's. Wir haben alle Abnormalen. Ich hoffe, dass er trotzdem für den S-Rang noch gereicht hat. Wir haben jetzt nicht alle Titanen kalt gemacht. Aber ein paar. Die Schwerter sind schon extrem geil, ne? Mega lang. So, wir haben auch drei Stück haben wir gefangen, glaube ich. So, ich kann hier alle den geplanten Experiment durchführen. Ich werde sofort einen detaillierten Plan ausarbeiten. Ich frage mich, wo ich anfangen sollte. Wir sollten feststellen, wo sie Schmerzen verspüren. Wir sollten ihnen Sonnenlicht vorenthalten. Wir sollten ihren Nacken zizieren. Erstmal unsere Schmerzen spüren. Achso, da kommt jetzt mit dem Soldaten Isa, die mit einem Titan gesprochen hat. Genau. Aber sie wurde am Ende natürlich auch gefressen von diesen. Aber er hat irgendwas gesagt oder er hat sie irgendwie genannt. Genau, Irmir hatte sie genannt. Irmir, die damals die Kraft von dem Teufel bekommen hat, ne? Die 15, war nicht 15, ich weiß es nicht mehr genau. Die Kräfte der Titanen und was jetzt gesplittet wurde in anderen Titanwandlern. Damals war es ja nur eine, die die ganzen Fähigkeiten hatte. So, nur ein A wegen Vernichtung, sag ich ja. Wir hätten noch ein paar Titanen töten sollen, wahrscheinlich 40, um den S zu bekommen da oben.
Mission haben wir geschafft. Kampfzeit war auch okay. 14 Minuten. Ja, wie gesagt. Das wäre noch gut gewesen. Oh, bei Levi sind wir schon Stufe 2 jetzt. Ein Fängs kannst du dies nach dem Kampf auf deiner Liste einsehen. Übergib deinen Fang den Titanenforschungslabor, um die Belohnung zu verdienen. Ach so. Man kann... Man kann die Titanen für Geld an die Forschungseinrichtungen verkaufen. Ist ja lustig. Titan-Gefangennahme war erfolgreich. Danke. So. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Hier ist noch eine Freundschaft. Müssen wir gleich mal gucken. Wie läuft das denn so beim Aufklärungsdruck, Tengu? Du weißt schon, mit der Arbeitslast der Kameradschaft sowas halt. Das ist nichts für Feiglinge, sie könnten es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten. Hehehe. Mit diesen Kameraden zu arbeiten ist ein Privileg. So, die haben wir denn auch auf Stufe 2 oder Stufe 3, ich weiß es gar nicht mehr. Wir machen mal, ich will jagen gehen. Hä? Warum heute nicht jagen? Ja, keine Ahnung, warum sie jetzt abgehauen ist. Also, da ist er ja wieder. So, du solltest einfach nur mal sehen, ne? Wirklich möchte ich aber mit allem besser befreundet sein. Bitte, Tengu, hilfst du mir dabei? Ich mach das schon. Mir ist nicht klar, wie ich dir helfen kann. Ja, keine Ahnung, wie ich das mache, aber... Ja, wir nehmen es einfach mal, ne? So, Klingensprang plus 2, Fähigkeit Flinken plus 5 erlernt. Schöne Sache. Stufe 3, ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte Stufe war. Müssen wir mal gucken. Sein. Achso. Genau, dann können wir das nehmen. Gut, das haben wir erstmal. So. Warte mal, wir können ja nochmal. Können wir nochmal gucken auf. Ne, wo war denn das? Handbuch? Ne. Wo war denn. Achso, Person. Ah, hier sehen wir nochmal die ganzen Personen. Ehren. Oh, da haben wir. Hier sind wir ja gerade, da müssen wir gleich nochmal rein. Berthold. Also zwei Leute sind noch hier, wo wir die Herzen auffrischen können. Einmal hier, Berthold nämlich. Nicht du, Mensch. Der da. Da sieht man mal wieder, wie wenig Abschlussnoten mit den echten Welt zu tun haben. Du bist bei diesen... Soldaten-Ending viel besser als ich als es sein werde. Meinst du wirklich? Das stimmt doch gar nicht. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Wir nehmen einfach mal das. Ach, findest du, ich hätte das Zeug zum Soldatenaufwand, würde ich nicht wetten. Klar. Okay, hat jetzt uns nichts gebracht. Schade eigentlich. Ich
Ich hätte eigentlich gedacht, ihm Mut zuzusprechen bringt ein bisschen was. Okay, dann gehen wir zu Mikasa. Nachdem Eren jetzt den Aufklärung und ich keine Gelegenheit mehr in seiner Nähe zu sein, würdest du ihn an meiner Stelle ein bisschen im Auge behalten, Tengu? Du kannst ja auf mich zählen. So. Ah, siehst du, können wir gleich auch noch die Freundschaft einmal höher besetzen. Dir scheint ja wieder gut zu gehen. Kann ich dir irgendwie was zu tun? Vielleicht ein anderes Mal. Mach dir keinen Kopf. Ach, da kommt schon Eren und Arvin. So, Jukotoka. Demo, Kasurikis des Sundanro. Mikasa. Demo, Watashi. Tanomi Gotoka Nainara. Kondano Adokana. Kimigami. Ha? Nan. Koyunoa. Kejimesa etskerareba Nandemo Indeo. Mikasa Ninanika. Naja, wenn es die Sache zwischen den beiden wieder ins Lot bringt, warum nicht? Also, Tengu, was möchtest du sie fragen? Vielleicht, woran erinnerst du dich in Bezug Shingasina? Vielleicht, wie Eren und Armin als Kinder waren? Ich möchte Mikasa nicht in Verlegenheit bringen. Eren und Armin. So ja, du warst auch Shiganshinaku, oder? Mikasa. Wenn du jetzt plötzlich sprechen möchtest, dann wird Mikasa verletzt. Ich weiß. Ich möchte mich wieder über mich fragen. Genau, denk mal darüber nach. So, Stufe 2. Bewegung in der Luft erlernt. Haha. Neue Fähigkeit. Ja, das Problem ist, wir haben keine Fähigkeitspunkte mehr. Das ist das Problem. Wir haben 37. So, die haben wir jetzt alle durch. Dann ist hier noch. Krista ist auf dem Übungsfeld. Dann Hanji. Da müssen wir gleich hin. Und Erwin ist auch da drin. Und dann haben wir noch. Welche im. Wo ist das denn jetzt? Okay, wir können da gleich hin, das ist so cool. Okay, dann gehen wir gleich dahin. So, es ist kein großes Geheimnis, dass das den Aufklärungstrupp von schrägen Typen filmt, aber Hanji schießt wirklich den Vogel ab. Würdest du auch noch sagen, oder? Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Exzentrisch ist sie schon, vielleicht sogar ein Genie. Du bist ja der richtige andere Schräge zu nennen. So, machen wir das. War wahrscheinlich nicht das Richtige, er wollte wahrscheinlich das Letzte hören. So, dann haben wir hier eine Erhöhung der Stufe. Der sieht da hinten ein bisschen aus wie so eine Zwiebel, ne? So ein Zwiebelkopf. Wir überlegen gerade, wie wir den Truppenführer Levi dazu danken können, was er alles für uns tut. Aber wenn wir uns treffen und versuchen, etwas Konkretes einfallen zu lassen, werden wir uns nie einig. Okay, es geht hier um Lival. So, was schlägst du vor? Ich glaube, er würde sich über alles freuen. Gute Frage, gute Erfolge im Kampf sind wichtig. Ich glaube, ein Geschenk wäre eine gute Idee. Gute Erfolge im Kampf, denke ich mal. Bringt ihm mehr, als wenn wir ihm Geschenke geben, ne? Er will einfach nur, dass wir bestmöglich vorbereitet sind, die Besten sind und so, ne? Auf uns aufpassen. Das stimmt, und außerdem ist das mit dem Geschenk zwar schön und gut, aber was sollen wir ihm überhaupt schenken? So, bitte sehr. Ich habe zwar nicht viel gemacht, aber okay. So, das haben wir. Stufe 1 erst mit ihr, siehst du? Sofortiger Tod erlernt. Okay, ich muss mir die Fähigkeit gleich mal angucken, was das genau ist. Fähigkeiten. Hier, Bewegung in der Luft. Vergrößert die Reichweite von Sprüngen in der Luft. Okay. Sofortiger, deine Angriffskraft steigt leicht an, wenn der Gefahrenmodus aktiviert wird. Okay, das ist jetzt mehr, naja. Muss man jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen. So, dann gucken wir noch die anderen Personen. Hier haben wir noch mal Nick. Okay, dann gehen wir noch mal hier hin. Shinpei.
Ja, dadurch, dass er nochmal den Erfolg gekriegt hat. So, Räuber erlernt. Räuber erlernt? Schon wieder eine neue Fähigkeit. Da ist der Räuber. Bei der Vernichtung von Titanen mit Hinterhalten erhältst du ein Material. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Da kann man denn schön Materiale sammeln. So, dann gehen wir hier nochmal einmal rein, um einmal zu erhöhen. So, genau. Gesundheit plus 3 erlernt. Und hier haben wir nochmal Eilt oder Eld. Ich habe gehört, die Gefangennahme ist gut verlaufen. Das ist wirklich gute Neuigkeiten. Um ehrlich zu sein, habe ich deine Chancen nicht allzu hoch eingeschätzt. Ach, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer gewusst, dass wir das schaffen würden. So, das war schon mal eine gute Antwort. Da hinten ist die Wall. Der alte Sack, der. So, dann die anderen Personen noch schnell. Nick haben wir da noch. Dann haben wir hier noch Krista und Erwin. Wir gehen erstmal schnell zu Krista. Na, hier kann man nochmal Kampftraining machen, ne? Falls man einige Sachen noch nicht beherrschen tut. Fantastisch, dass du deinen Titan fangen konntest. Wow, jetzt können wir endlich herausfinden, was sie wirklich sind. Wirklich sind, nicht? Das ist sehr gut möglich. Es ist noch etwas zu früh, um das zu sagen können. Das können wir nur hoffen. Das ist sehr gut möglich. Genau, so, dann können wir ihr gleich nämlich auch Erhöhung. Ich bin gleich da. Achso, die Sanitäterin, ne? Ja, die arbeitet im Lazarett. Konnichiwa. Konnichiwa. So, okay. Was sollen wir hier überhaupt machen? Oh, okay. Tapfer. So, gleich nochmal ein Bonus. Ah, okay. So, Motivator erlernt und Führung plus 3 erlernt. Ach, es läuft ja heute mal wieder. So, dann haben wir noch Erwin. Unser Gruppenführer. Es klingt, als wäre die Titanengefangennahme ein rauschender Erfolg gewesen. Das hast du gut gemacht, Tengu. Mir hat Spaß gemacht. Ich war da draußen auf das Schlimmste gefasst. Ich bin froh, dass die Mission ein Erfolg war. Super. Bei ihm jetzt auch ein bisschen voran. Das freut mich natürlich. So, und dann die letzte Person, Nick. Ah, das ist der Typ hier. Du da, es heißt, der Aufklärungstrupp hätte es geschafft, lebende Titanen gefangen zu nehmen. Stimmt das wirklich? Und ob? Ich habe Befürchtung, im Gegensatz zur Ehrlichkeit will ich dir einen Rat geben. Dieser Biest in Heiligen Mauern zu bringen, ist Leichtsinn. Achso, okay. Ja, wenn er wüsste, dass die... dass die Dinger, dass diese in der Mauer eigentlich schon da sind, ne?